Sein. Ich muss ihn unbedingt finden. Okay, jetzt kommt die Hausbesitzerin. Bist du mal hin? Du sagst dann. Ja klar, der ist hier Küster und zuständig für die Gemeindekirche. Im Hintergrund beginnt der Pfarrer, unbemerkt von allen, dem Gespräch heimlich zu lauschen. Wer ist der Pfarrer nochmal? Du bist der Pfarrer. Ja? Geheimnisvolle Person. Oh, wirklich? Sie kennen Antonio. Dazu, Hausbesitzerin, natürlich, unsere Gemeinde ist klein. Geheimnisvolle Person, ja bitte, wie kann ich ihn finden? Es geht um Leben und Tod. Ja? Noch heute muss ich ihn finden und ihm etwas Wertvolles übergeben, sonst muss er sterben. Kann der Tote das? Wo bist du? Wo bist du? Das ist ein bisschen fest, ja? Ja, den kriegst du schon noch ein bisschen früher, ja? Und du stirbst ja Gott sei Dank früh. Aufschreiben, was wir brauchen und wann wer dran ist. Also, so, ja. Also, ich muss sagen, welche Szene und welche Person und ich muss die dann holen. Ja, ich bin halt Antonio Badinga und ja, Antonio Badinga kommt halt aus dem Kongo und muss deswegen schwarz sein.
da ist ein Schwenkarm und damit kannst du kontrolliert arbeiten. Und du bleibst mit dem Licht da drauf. Sonst kriege ich die Krise. Also, ich hoffe, dass ich irgendwie lösen werde. Vielleicht kommt ja auch jemand und sagt es. Weiß man nicht. Also, wir wissen schon, aber ihr wisst es. Und bitte. Eine Hand in Klammern Pfarrer. Legt einen Diamanten unter die Glocke. Ne, warte mal, pass mal auf. Ihr seid jetzt alle nur Zuschauer. Ihr macht jetzt keine Vorschläge. Eigentlich ist es so. Also ich finde es nicht schlimm. Zählen. 10, Einstellung 1, Take 2. Ein Mord war gar nicht nötig, mein Lieber. Ich höre dann, dass Antonio Badinga den Diamanten braucht. Und dann, ich habe dann nämlich noch eine Familienrache. Und dann höre ich auch, dass der reiche Mann dann zur Kirche geht und dann ermorde ich ihn dann. So, jetzt weiß ich, wie wir es machen. Die Kamera muss hier hin.